Guten Morgen. Heute geht es um die Vlad. Das Licht wird gleich besser, es wird langsam hell. Die Vlad von Inkay. Ich habe die Vlad letztes Kalenderjahr über 25.000 Mal geschossen. Insgesamt 6 Vlads. Also ich persönlich kenne niemanden irgendwo, der die Vlad so genau unter die Lupe genommen hat und so viel sie geschossen hat auf allen Distanzen bis 55 Meter hoch. Ich habe zusammen mit Christian Mickley und Thomas Meyer an einer Modifikation gearbeitet, beziehungsweise die läuft auch auf dem Markt super. Das ist eine Magazinverengung für bessere Präzision und für ein bisschen mehr Sicherheit. Hier vorne auch eine Idee eingebaut. Ja, dazu würde ich kurz was sagen, dazu gehe ich gleich näher ins Detail. Wenn ihr Interesse habt an Informationen über die Vlad, dann guckt euch das an. Ganz wichtig, das ist kein Bashing. Ich arbeite zwar für Steambo, aber ich habe die Vlad geliebt. Das ist halt eine kleine Psycho-Bitch. Aber ne, kein Verriss. Ich werde auch die guten Sachen erzählen und auch die nicht so guten. Okay. Also, wer Bock hat auf Vlad, der zwiebelt sich das rein. Tschakka. Ich habe leider nicht die Zeit, darauf zu warten, dass es hell wird. Bei mir ist alles One Take. Ich muss auch noch arbeiten. Die Vlad. Ja, war meine erste taktische Pistolenarmbrust. Letztes Jahr im Januar 2024, wie gesagt, gekauft. Und in der Folge dann letztendlich 6. Also das ist meine 6. Ich habe nicht 6 gekauft. Ich habe immer wieder neue bekommen. Warum? Weil die Vlad halt immer wieder Schwierigkeiten hatte. Größtes Problem und gleichzeitig größter Vorteil, Fluch und Segen zugleich, das Schloss. Es sorgt für enorme Präzision. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist leider in einer Lebigkeit, in der langen Lebigkeit oder Kurzlebigkeit, der Haltbarkeit, der Willkür, der Produktion von Inkay ausgesetzt. Und die ist leider mal so, mal so. Schade war das. Ja, das führte halt auch zu Sicherheitsproblemen. Da gehe ich noch näher drauf ein. Jo. Aber Spaß hat sie gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, also, wenn ihr Interesse habt, dann mache ich ein langes, großes Video über die Vlad. Da werde ich alles Mögliche zeigen, was möglich ist, was die Modifikationen bedeutet, was es schafft, was es nicht schafft. Es gibt 3 Wurfarme für die Vlad. Das ist der 30er hier, glaube ich, 35-30 Pfund. Der 60er. Das ist der hier. Und der 90er, der kein 90er ist, der hat roundabout 120 Pfund. Darum hat er auch so eine enorme Power und schafft auch auf weiten Distanzen gute Ergebnisse. Und wurde ja auch von so manch anderem oder von manchem in einer Stinger verbaut, als es die schwereren Wurfarme noch nicht gab. Ja, also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch, schreibt mir das in den Kommentaren und dann werde ich etwas über die Vlad machen. Wie gesagt, kein Bashing, kein Verriss, nur Erfahrungswerte, wie immer. Peace.